Herzlich willkommen. Ein tiefer Seufzer. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zu unserem KI-Summit für Lehrerinnen und Lehrer. Ich bin Julia André. Ich leite hier bei der Körber-Stiftung den Bereich Bildung und ich freue mich wirklich riesig, in so viele erwartungsvolle Gesichter zu schauen. Es sind noch ein paar Plätze hier vorne frei. Also wer sitzen möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, die Veranstaltung heute, der KI-Summit, ist eine gemeinsame Veranstaltung von AppCamps und Körber-Stiftung. Deshalb stehen wir hier auch zu dritt, Jana Knodel von AppCamps und meine Kollegin Carmen Ludwig. Und ich sage noch ein paar Worte so zur Einleitung. Warum diese Veranstaltung? Also es ist eigentlich eine Frage, die man gar nicht groß stellen muss. Ich glaube, spätestens seit ChatGPT im November 2022, was, glaube ich, veröffentlicht wurde, sitzen wir alle da und staunen und probieren vielleicht ein bisschen, haben auch vielleicht ein bisschen Angst ab und zu und fragen uns, was kommt denn da jetzt eigentlich auf uns zu? Wie funktioniert das alles? Und wie setzen wir das vor allen Dingen sinnvoll ein bei dem, was wir tun? Und ich glaube, diese Frage stellt sich auch und vielleicht sogar besonders in Schule. Und deshalb sind wir heute hier. Dass der Bedarf groß ist in Schule, was Anleitung angeht, aber vielleicht vor allen Dingen noch viel mehr, was Ausprobieren und Austauschen angeht, das haben wir an der Resonanz auf unsere Einladung gespürt. Also wir hätten diesen Saal, ich glaube, mindestens dreimal voll machen können. Also wir hatten, glaube ich, 700 Anmeldungen. Und insofern schön, dass ihr alle hier seid und auch ein herzliches Willkommen und Hallo an diejenigen, die nicht dabei sein können, uns jetzt aber vielleicht im Livestream verfolgen. Ja, ihr seid immerhin so dabei, das freut uns sehr. Für uns als Körber-Stiftung ist das jetzt keine einmalige Veranstaltung, sondern das reiht sich ein in so eine Art Programm, dem wir uns gerade widmen. Wir haben ja den nicht ganz unbescheidenen Anspruch, Gesellschaft besser machen zu wollen. Und da gehört für uns auf jeden Fall dazu, dass möglichst viele Menschen dieses große Thema künstliche Intelligenz besser verstehen. Was ist das eigentlich? Und dann auf dieser Grundlage auch mitreden können und im besten Fall mitbestimmen können. Das ist natürlich immer so eine Sache, aber das ist die Idee. Und deshalb organisieren wir gerade regelmäßig hier im Körberforum Veranstaltungen zu dem Thema, also zu ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Da geht es auch um Demokratie und Kultur, aber eben auch um Bildung. Da erzählen wir gerne noch ein bisschen mehr, also sprecht uns an. Wir legen auch Programme noch mal raus, da kann man auch mal mit Schülerinnen und Schülern kommen. Das ist wirklich, lohnt sich. Und bei uns im Bereich, in den Projekten, machen wir auch seit Jahren eigentlich schon Angebote, wo es darum geht, mit Technologie, mit digitaler Technologie in Berührung zu kommen, auszuprobieren, selber zu gestalten. Mittlerweile, also unter anderem bei der Code Week, ne, ich hoffe, das kennen alle, sonst auch uns gerne ansprechen, aber auch im Startup geht es jetzt ums Machen, da erzählt Carm gleich noch was. Ja, jetzt gebe ich aber erstmal ab an Diana, weil mit den AppCamps machen wir schon einige Jahre wirklich coole Projekte, immer wieder tolle Formate. Wir haben auch den Digital Summit zusammen gemacht und insofern waren wir gleich total begeistert, als du im letzten Jahr mit der Idee auf uns zugekommen bist. Wollen wir nicht was zum Thema KI machen? Und schwupps, da stehen wir. Super, genau. Das war wirklich schwupps, weil ich glaube, ja, es sind keine drei Monate her, dass wir die E-Mail geschrieben haben. Und heute sitzen wir hier mit, keine Ahnung, über 200 Leuten. Wie gesagt, wir hätten 700 einladen können, hätten wir mehr Platz. Irgendwann gehen wir dann mal in die Elfi, da haben wir dann genug Platz. Ja. Genau. Insofern freut es mich auch sehr, dass ihr heute alle hier seid, um über das wichtige Thema KI und Bildung zu sprechen, dass wir uns damit beschäftigen. Es gibt eine großartige Keynote gleich von Hauke, der selbst Lehrer ist aus der Praxis, und vor allem einfach nachher auch Workshops, um einfach mal sich ganz aktiv damit zu beschäftigen. Ich weiß, einige haben das sicherlich auch schon gemacht, für andere ist es vielleicht auch noch relativ neu, aber darum geht es gar nicht, sondern es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir alle verstehen, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Alles, was wir heute haben, ist das Schlechteste, was wir in Zukunft haben werden. Das heißt,
Ja, es gibt keinen Weg drumherum, deswegen müssen wir einen guten Zugang dazu finden und dafür sind solche Formate wie heute einfach ganz großartig und schön. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr auf den Tag heute, auf den Austausch. Genau, wir von AppCamps haben ja auch Unterrichtsmaterialien zum Thema KI. Wir planen da auch noch mehr zu machen. Sprecht uns gerne an zwischendurch in der Pause, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt. Dafür sind wir heute auch da. Und ansonsten wünsche ich uns allen einen großartigen Tag heute und ich freue mich schon sehr, was uns alles erwartet. Ich habe mir direkt selber eins noch geschnappt. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Carmen und auch hier Team im Mitglied gewissermaßen in der Körperstiftung. Und mich freut es tatsächlich umso mehr, dass wir gleich aus mehreren Blickwinkeln aus unserer Stiftungsarbeit auf dieses Thema schauen, weil wir einfach sagen, es ist ein so relevantes Thema. Du hast gerade auch gesagt, KI ist gekommen, um zu bleiben und wir wollen mit verschiedenen Programmen, mit verschiedenen Ansätzen eben auf dieses Thema blicken in diesem Jahr und das tatsächlich jetzt auch nochmal mit einem ganz neuen Programm hier in der Stiftung und für das stehe ich gewissermaßen auch heute hier, nämlich mit dem Körper Startup und das ist nicht nur ein Programm der Körperstiftung, sondern tatsächlich auch ein physischer Ort. Also wir haben ein Programm in einen Ort übersetzt, das ist ein Treffpunkt, eine Anlaufstelle. Diejenigen von Ihnen, die später in den Workshops auf der zweiten Etage sind, dürfen da auch schon mal hineinschnuppern, denn mit diesem Ort, mit einer Etage hier bei uns im Gebäude, möchten wir junge Menschen, unter anderem Schülerinnen und Schüler, nämlich neugierig machen und vor allem ins Machen bringen. Wir wollen sie motivieren, ermutigen, eigene Ideen zu entwickeln, Lösungsansätze als Antwort auf große gesellschaftliche Herausforderungen und vor allem das Thema Gründen dort mit reinbringen. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, aber wir wollen doch heute über KI in Schulen sprechen. Was hat denn da eigentlich das Thema Gründen mit zu tun? Wir finden sehr, sehr viel. Denn das Gründen letztendlich, da geht es uns um eine Art Mindset, das wir jungen Menschen mitgeben möchten. Wir wollen sie ins Machen bringen, wie gesagt, eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Und gerade wenn es um das Thema Gründen geht, spielt die KI natürlich auch eine große Rolle. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in den Workshops, auch später hier mit auf dem Panel, auch junge Gründerinnen und Gründer mit dabei haben, die auch aus ihrer Praxis berichten. Und insofern, ja, freuen wir uns total, heute hier auch Teil der Party zu sein, gewissermaßen da auch mit Ihnen, mit euch ins Gespräch, in den Austausch zu kommen. Und vielleicht sehen wir dann die ein oder anderen auch bei uns auf der Startup-Fläche mal wieder. Also sprecht auch uns gerne an. Und uns heißt tatsächlich auch die vielen Menschen, die das hier mit möglich gemacht haben. Da wird Julia gleich bestimmt auch noch mal was zu sagen. Aber an dieser Stelle auch noch mal, ja, von mir herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja, in der Tat haben einige dazu beigetragen, dass das heute möglich ist. Die werdet ihr auch bei den Workshops noch kennenlernen. Vorne am Empfang standen schon die ersten Gesichter, die euch ganz sicher sehr freundlich empfangen haben. Also das sind alles Leute, die ihr sehr gerne ansprechen könnt auf das, was heute hier passiert, aber natürlich auch auf das, was AppCamps und Körperstiftung sonst so machen. Ich habe jetzt einfach schon mal ganz frech angefangen. Wir haben uns vorhin so ein bisschen mit dem ihr und sie und du und ihr und euch. Ich würde vorschlagen, wir einigen uns auf ein kollegiales Du für den Tag. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Dann machen wir es uns so ein bisschen leichter. Und wem das so gar nicht behagt, der sitzt einfach gnadenlos zurück und dann stellen wir uns schon drauf ein. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, gleich geht's los mit dem Programm, versprochen. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen vorgestellt. Ihr wisst ein bisschen was über uns als Veranstalterin. Wir wollen jetzt, bevor es mit der Keynote losgeht, noch mal ganz bisschen was über euch erfahren. Wer sitzt denn hier eigentlich so im Publikum? Und außerdem geht es dann gleich darum, einmal aufzustehen vielleicht, also auch so ein bisschen warm werden. Genau. Und zwei Fragen habe ich mitgebracht. Oh, es macht sich schon eine gewisse Unruhe, aber es ist ganz entspannt. Es ist nicht schlimm. Es tut nicht weh. Aber keine Prüfung. Ist ganz simpel. Einmal, also wir sind hier in Hamburg und wir ahnen, ob der Entfernung beziehungsweise der Nähe, dass hier wahrscheinlich ziemlich viele Lehrerinnen und Lehrer aus Hamburger Schulen sitzen. Aber vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die einen Weg auf sich genommen haben. Und deshalb
würde ich jetzt mal alle, die vom Hamburger Stadtgebiet kommen, bitten, aufzustehen. Und dann gucken wir mal. Oh ja, oh, ich sehe schon. Mhm. Okay, wie geahnt ist das wahrscheinlich die eindeutige, die klare Mehrheit, aber es sind auch ein paar sitzen geblieben. Wer hat denn einen Weg hinter sich, der über die 50 Kilometer rüber geht? Ah ja, das ist bravo. Bravo. Jetzt gucken wir mal, wer so übrig bleibt im Weiter, so vielleicht über 200 Kilometer sogar, das kann man vielleicht gerade noch. Also das wäre mal wirklich ein Applaus. Und irgendjemand, der, also jetzt eine harte Marke, mehr als 500 Kilometer? Wuhu! Wo, sag mal, wo kommst du her? Wow. Ich glaube, es gibt Züge, die durchfahren, aber das ist schon echt eine Strecke. Also großartig, freut uns sehr, also dass wir auch in dieser Hinsicht eine schöne Mischung haben. Und jetzt noch mal ein bisschen so das Thema, was bringt ihr denn mit? Heute geht es um künstliche Intelligenz, wie man da Tools im Unterricht einsetzen kann. Ach, wer sagt denn, ich finde das total interessant, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich bin hier aus reiner Neugierde. Bitte einmal, also es ist okay, das ist genauso, super, finde ich toll, dass ihr euch meldet, top, großartig, weil darum geht es genau. Ich finde das ganz großartig, dann einfach mal hierher zu kommen, um zu gucken, wie kann ich denn einsteigen, weil davon gehe ich aus, dass ihr dafür hier seid. Wer sagt denn, ich habe da schon mal so ein bisschen mit rumprobiert, es privat ausprobiert, mich vielleicht sogar schon mal getraut, da im Unterricht auch was zu machen, so sagen wir mal so zwischen, bin Anfänger, aber... Hab schon mal? Wow, ja. Doch einige, die sich schon mal alleine oder mit Kolleginnen und Kollegen rangetraut haben. Okay, und dann jetzt die Frage, ist ja alles Selbsteinschätzung. Wer würde denn sagen, ich bin Pro? Also ich könnte mich jetzt auch hier hinstellen, die Keynote halten. Und nicht bescheiden sein, bitte. Klaas, komm. Nein? Okay, niemand? Niemand? Okay, gut. Alles klar, es kann sich ja noch ändern im Laufe des Tages, dafür sind wir ja hier. Und interessanterweise, ne, Hauke, wir haben eben darüber gesprochen, dass du selber gesagt hast, du machst zwar die Keynote, aber so als richtiger Experte, fühlt sich auch nicht, werden wir gleich sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass du da bist. Hauke Pöhler, der für die Keynote hier ist, ist Lehrer. Ich habe gerade nochmal nachgefragt, für Spanisch und Geschichte, nicht Informatik in Klammern, und ist außerdem Oberstufenkoordinator am Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen. Ist also auch einen kleinen Weg hinter dir, nicht ganz so weit wie Freiburg. Du bist außerdem auch mittlerweile, kann man sagen, Autor, Blogger, YouTuber und dokumentierst auf diesen unterschiedlichen Kanälen deinen eigenen Lernprozess rund um das Thema Lernen mit digitalen Medien. Und du bist mittlerweile auch in Deutschland unterwegs, aber auch darüber hinaus und als Fortbildner unter anderem und teilst deine Erfahrungen mit anderen. Und ich nehme mal an, lernst auch immer selber dazu, wenn du unterwegs bist. Wir freuen uns jedenfalls, dass dein Weg zu uns geführt hat und du nimmst uns jetzt mit auf eine Reise, könnte man sagen, in die Schule von morgen vielleicht. Und ja, deine Keynote trägt den Titel, wie KI die Schule verändern kann. Kleine Einblicke in ein tatsächlich großes Thema. Schön, dass du da bist. Bitte schön, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Begrüßung und es war einfach so ein richtiges, wie in der Schule, oder? Man kommt durch die Tür rein und sofort, bang, alle reden miteinander, Austausch und das finde ich sehr, sehr schön. Ich komme selber wahrscheinlich, wie ihr alle gerade, mehr oder weniger aus dem Unterricht, nur dass bei mir noch ein ICE dazwischen lag und freue mich jetzt über ein Thema, ja, ich würde bewusst sagen, berichten zu dürfen, in das wir ja alle gleichermaßen reinstürzen oder auch reingestürzt sind. Und
möchte vielleicht vorweg noch sagen, dass ich es besonders schön finde, dass das so ein Tag ist, der einlädt zum Ausprobieren, zum Entdecken, aber auch zum gemeinsamen Austausch. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass man zusammenkommt, um miteinander über ein neues Thema zu sprechen, Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, das Thema soziales Lernen, das ist sicherlich schon einer der Punkte, der auch im Rahmen der Keynote noch eine Rolle spielen sollte, wenn wir über künstliche Intelligenz und Schule und Unterricht sprechen. Wenn es jetzt um Veränderungsprozesse geht, ich hatte gerade Regina Schulz angesprochen, ich treffe nämlich hier gerade einige, die ich nur aus Social Media kenne, und habe gefragt, was hättest du denn mit dieser fast unmöglichen Anfrage gemacht, das Thema KI, ChatGPT in 30 Minuten in den Blick zu nehmen? Sie meinte Veränderungsprozesse, fand ich wirklich gut. Und ich habe mir gedacht, naja, mal gucken, vielleicht sprengen wir den Rahmen der Keynote einfach durch einen Gesamtüberblick, der erstmal die Perspektive schärft, was ist eigentlich gerade Thema, wo stehen wir, um dann in den Workshops konkreter werden zu können. Wenn ich also während des Vortrags auf einmal abbreche, dann ist das nicht als Versagen meinerseits, was die Zeitplanung angeht, zu verstehen, sondern eher als Aufforderung an euch, das ist dann eine Fortsetzungsgeschichte. In den Workshops könnt ihr dann das Thema weiter bearbeiten und ich glaube, das wird sehr spannend. Spannend war es auch am Freitag bei mir im Geschichte-Tutorium, als ich meinen Schülerinnen und Schülern, das mache ich irgendwie immer so, wenn was Neues herauskommt, das Sora Text-to-Video-Modell vorstellte und mich so die Schüler anguckten und sagten, ein Schüler sagte zu mir, der mir gegenüber saß, boah, Herr Püllert, was Sie uns hier wieder vorstellen, das ändert ja wieder alles. Und dann dachte ich, oh, nicht schon wieder. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen von einem Veränderungszyklus, Schwung, Antrieb in den nächsten. Und ich möchte auch mal jetzt heute in der Keynote ein bisschen runterfahren und sagen, wo stehen wir eigentlich, wie geht es weiter und was für Möglichkeiten bieten sich für uns. Und auf einen Punkt möchte ich gleich mal zu Beginn eingehen, nämlich das, was uns heute Abend erwartet, wenn wir nach Hause kommen. Ihr kennt das, man kommt aus der Schule, die Kerzen sind an, der Rotwein ist dekantiert und alles ist bereit. Korrekturen gibt es ja nicht, Unterrichtsvorbereitung gibt es nicht. Mir geht es aber eigentlich um was ganz anderes, nämlich um die große Herausforderung, die uns auch bevorsteht. Und das ist nicht das, was auf uns zu Hause wartet, sondern das Thema Technologie. Und ein kleiner Trampa, würde man auf Spanisch sagen, eine kleine Falle lauert hier für euch drin. Ein Bild ist nämlich tatsächlich nicht echt. Drei sind authentisch, eins ist KI generiert. Und ich würde euch einfach mal ganz schnell und spontan bitten, wir gehen dem Uhrzeigersinn nach durch. Das Bild oben links ist die 1, dann die 2, die 3 rechts unten und die 4 links unten. Einfach mal kurz per Handzeichen, ihr müsst bei mir auch nicht aufstehen. Welches Bild ist, Büro machen wir es, KI generiert? Ich frage nach Bild 1 oben links. Nachmittägliche Heimkehr, die Sonne scheint, der Wein ist bereit, ein tiefer Blick in die Augen und ich zähle so circa, ich sag mal 15, 20 Arme, ne, ungefähr. Wir gehen zum Bild 2 hier oben rechts, gemütlich bei Kerzenschein am Kamin. Oh, da sehe ich eher, oh, das fällt mir jetzt schwer, so 30 bis 35, vielleicht auch 40, sage ich mal. Wir gehen unten rechts weiter, tiefer Blick in die Augen. Ja, die Pizza, das ist schon jetzt so ein realistisches Gadget, ne, wenn man nach Hause kommt. Ich will nicht beeinflussen. Wer sagt, dieses Bild ist KI generiert? Da haben wir so ein bisschen weniger, das sind vielleicht nur 10. Und unten links, die Standardszene, Klausur geschafft, erstmal. Oh. Das sagen viele. Ich muss leider einen größeren Teil enttäuschen, und zwar ist es das Bild hier oben links. Das ist KI-generiert mit Midjourney. Das war mir so am Wochenende eingefallen, dass ich dachte, auch ein schöner kleiner Prompt mal schreiben, gar keine große Arbeit. Ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung von Midjourney. Und es entsteht ein Bild, von dem man nicht mehr unterscheiden kann, was ist hier eigentlich Realität und was ist nicht Realität. Und da wir ja heute nicht nur von Didaktik sprechen wollen, sondern auch von Pädagogik, wäre ich ja schlecht dran zu sagen, das sind Themen, die wir mal aussparen sollten, um immer nur auf Unterrichtsprozesse zu schauen. Klar ist, mit dem Thema KI hängt ja sehr viel zusammen, was auch durchaus kritisch zu sehen ist. Und das führt uns natürlich direkt in Bereiche, die ich nur andeutungsweise zeigen möchte, von denen wir aber schon sehen, oh Gott, was kommt da eigentlich auf uns, aber vor allem unsere Schülerinnen und Schüler und Kinder im Allgemeinen zu, die in einer Welt aufwachsen, in der sie natürlich von Social Media umgeben sind, geprägt sind, darüber kommunizieren, viele Stunden ihres Tages darin verbringen, aber gar nicht mehr unterscheiden können, mit wem haben sie es da eigentlich zu tun.
Deep Agency ist ein Beispiel für eine Modelagentur für KI-Avatare, die man dann auch, wir haben hier die Bild-KI, mithilfe eines Sprachmodells wie ChatGPT zum Leben erwecken kann. Und dann fangen die an, um die Welt zu reisen, posten ihre perfekten Berichte von ihrem perfekten Leben. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was das bedeutet, wenn man sich selber vielleicht als nicht ganz so perfekt ansieht und vielleicht nicht durchschauen kann, dass das von einem Sprachmodell generiert wurde, von einer Bild-KI oder auch von einer Video-KI. Und das möchte ich nur gerne als Eröffnungsrahmen nehmen, weil wir das immer nicht aus dem Blick verlieren sollten, wenn wir über Unterricht reden, warum wir eigentlich Lernen mit KI immer auch mit dem Lernen über KI verbinden sollten und immer wieder ins Gespräch kommen sollten, egal was wir machen, mit Sprachmodellen, mit Bild-KI, was wir daran auch immer über die Technologie an sich lernen könnten. Denn dafür müssen wir natürlich auch sensibilisieren. Und das noch umso deutlicher, als wenn wir uns zum Beispiel HeyGen anschauen, das kennen sicherlich viele von euch schon, inzwischen Bild, Text, Ton, alles miteinander verwoben wird hin zu perfekten Videoproduktionen. Wer von euch kennt denn HeyGen schon? Dann weiß ich, wie kurz oder lang. Ja, schauen wir doch mal ganz kurz rein, was da möglich ist. Denn ich bin auch Fremdsprachenlehrer und bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen wird. Willkommen zu dieser Fortbildung zum Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT, in der ich einfach mal die Möglichkeiten zeigen möchte, die aktuell schon existieren. Und was Bienvenue à cette formation sur l'intelligence artificielle et le ChatGPT, où je veux simplement montrer les possibilités qui existent déjà actuellement. Et ce qui vient de sortir sur le marché en ce moment, je trouve ça particulièrement passionnant, à savoir une application qui traduit les vidéos en direct dans d'autres langues. Aapka swagat hai is artificial intelligence or ChatGPT ke vishay mein, is prashikshan mein maujood vikalpon. Ich spreche ab, weil, glaube ich, alle ahnen, in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, auch hier, wenn ich die kritischen Aspekte sehe, gerade der Blick auf Social Media, dann wäre ich doch trotzdem kein guter Lehrer, wenn ich nicht auch schon das Spannende daran sehen würde und das Potenzial vielleicht für Unterricht, für Fremdsprachenlernen, für Kommunikation zwischen den Kulturen. Großartige Dinge, die sich in Zukunft in meinen Augen hoffentlich positiv verändern werden. Aber immer im Hinterkopf, was kann das eigentlich noch alles bedeuten? Und gerade am Freitag oder am Donnerstag war es, kam Sora raus, das neue Text-to-Video-Modell von OpenAI. Ihr seht hier ein kleines Video und ich habe einfach mal den Schüler, der als erster reagiert im Unterricht und sagte so, boah, Herr Püllert, das ändert alles. Den habe ich gebeten und gesagt, Julian, ich bin am Montag da bei so einem Vortrag, wo ganz viele Lehrer zusammenkommen. Möchtest du nicht mal so ganz spontan sagen, was das eigentlich für dich bedeutet? Denn ich finde, die Jugendlichen sollten wir hier mit ins Boot holen. Hören wir doch Julian einfach mal kurz zu. Das ist das Video von Sora. So sehen die aus. Man gibt einfach einen Text ein. Hier sehen wir den Prompt. Und dann entstehen sehr schöne Videos. Und das ist Julians spontaner Kommentar. Was ist deine erste Reaktion auf Sora? Also es ist natürlich sehr eindrucksvoll, was damit jetzt geht. Auch so für Social Media hat das bestimmt einen riesen Impact. Und vielleicht, ich habe auch gelesen, dass man damit vielleicht so Lernfilme für die Schule machen könnte. Das wäre ja auch voll hilfreich. Gleichzeitig finde ich es aber irgendwie auch bedrohlich, wie gut man jetzt einfach die Realität falsch darstellen kann. Also man fragt sich schon auch so ein bisschen, kommt man da vielleicht wirklich in so ein Zeitalter, wo es das Ende der Wahrheit ist? Das ist vielleicht wirklich so sein kann, dass irgendwann keiner mehr die falschen Informationen, die perfekt gefälscht sind, von der Realität unterscheiden kann. Es nur noch darauf ankommt, auch die Frage stellt sich jetzt, wie arbeiten Journalisten dann überhaupt noch? Wenn sie nicht wissen, können sie jetzt einer Quelle vertrauen, können sie einer Quelle nicht vertrauen? Und guter Journalismus ist gerade für Deutschland ja super wichtig. Ich fand den Kommentar unglaublich spannend, weil das haben wir wirklich auf dem Flur einmal schnell mit dem iPad aufgenommen. Und da steckt ja schon ganz viel drin an Reflexion, an Überlegungen, Potenziale. Es geht sofort in diese Richtung, wie kann ich das auch fürs Lernen nutzen, aber gleichzeitig eben auch die Gefahren, die damit zusammenhängen. Und ich glaube, klar ist, am Ende stehen wir momentan an einem Punkt, wo eigentlich mehr Fragen als Antworten auf uns zukommen. Aber gerade darum soll es ja auch an einem Tag wie heute gehen. Nämlich zum Beispiel die Frage, die werden wir gar nicht beantworten können, weil das ein kontinuierlicher Prozess ist. Wie werden wir eigentlich zukünftig arbeiten? Wir sehen hier Berufe, ich habe die einfach mal zusammengestellt, weil ich das selber ganz spannend fand. Auch da können wir wieder ein Ratespiel machen. Was ist das denn, bitte schön? Einfach mal laut reinrufen.
Ja, Weckdienst, Laterne anzünden. Es sind die sogenannten, oh, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht mehr, aber das waren die Wecker, genau. Also das wurde dann durch eine Maschine ersetzt. Menschen, die durch die Straßen gingen mit einem Spuckrohr, mit einem Steinchen drin oder mit so einem langen Stab, um zu einer bestimmten Zeit zu wecken. Eine Dienstleistung, die natürlich obsolet wurde in dem Moment, als der Wecker kam. Wir brauchen die Chronologie gar nicht durchzugehen, sodass allen klar wird, ich glaube, viele von uns zumindest kennen noch die Videothek, oder? Wo man diese DVDs ausleihen konnte. Einer meiner ersten Minijobs tatsächlich, den es so in dieser Form nicht mehr gibt. Leider, müsste ich jetzt nostalgisch sagen. Aber wo schon klar wird, das ist natürlich eine Entwicklung, die hat es schon immer gegeben, aber die wird wahrscheinlich an Geschwindigkeit noch deutlich zunehmen. Und auch dazu habe ich einfach mal Julian wieder gefragt, der hat auch dazu eine klare Meinung. Okay, meinst du denn, das wird auch dein Berufsleben nach dem Abi verändern? Naja, bestimmt. Also ich glaube, jeder, der sich einbildet, dass es nicht das Berufsleben verändert, wird ein Problem eines Tages damit kriegen. Ja, okay, danke schön. Ich musste etwas lachen, weil er ja sagt, jeder, der sich damit irgendwie nicht auskennt, wird ein Problem bekommen. Und auch das, denke ich wieder, ist eine ganz interessante Aussage für einen 18-Jährigen, der eben sagt, wir werden uns damit beschäftigen müssen, natürlich, um damit umgehen zu können in Zukunft. Und das sagt er natürlich vor dem Hintergrund einer Entwicklung, die ich auch mal versucht habe, hier so skizzenhaft aufzunehmen, die ich sehr, sehr spannend fand. Denn es gab ein Experiment der Stanford University, und da sind wir auch wieder beim Thema Social Media, in der es ganz kurz zusammengefasst darum ging, kleine KI-Avatare loszulassen, nicht auf Menschen, sondern aufeinander. Und es ging um die Planung einer Party. Ich versuche es so knapp wie möglich zu machen an einem Freitagabend. Und jetzt begann all das, was man so kennt. Ne? Wer darf dabei sein? Wen wollen wir aber nicht dabei haben? Wem erzählen wir irgendwie, dass die Party ganz woanders ist? Und am Ende, das Interessante daran ist, fand diese Party statt zwischen den Avataren. Aber im Ergebnis sagten die Stanford-Wissenschaftler das, was ich hier kurz und knapp zusammengefasst habe. Und man kann das sehr schön nachlesen. Die Handlung der KI-Avatare schätzen wir als menschlicher ein, als Menschen handeln würden. Und auch ohne, dass ich KI- oder IT-Experte wäre, würde ich sagen, das jagt mir erstmal einen Schreck ein. Aber ich finde es auch irgendwie unglaublich spannend, weil das ja fürs Lernen Dinge beinhalten kann, die uns noch sehr, sehr weiterhelfen werden. Aber wir sollten genau das im Blick haben. Da kommt was auf uns zu. In den Schulen kann das natürlich genauso Thema werden, wenn es um die Stundentafel geht. Ich versuche gerade so den globalen Horizont noch so ein bisschen zu beleuchten. Wenn zum Beispiel Christian Spannagel als Matheprofessor sicherlich nicht ohne Grund sagt, wenn wir mal nach Baden-Württemberg schauen, wir haben hier 40 Stunden von der 5. bis 10. Klasse in den Fremdsprachen. Wo ist denn da eigentlich die Informatik und warum hat die nur eine Stunde? Ich bin natürlich jetzt ein bisschen der Falsche eigentlich, als Fremdsprachenlehrer zu sagen, da müssen wir rangehen. Aber ich glaube, das wird wieder ein Verstärker sein, der uns in den Schulen mit Blick auf Stundentafel, auf die Bedeutung von Fächern noch sehr beschäftigen wird und erhebliche Diskussionen nach sich ziehen wird. Was ich aber so schön finde an der ganzen Sache ist, dass die Kolleginnen und Kollegen in Social Media das Ganze sofort, genauso wie Julian auch, konstruktiv angehen und sagen, lasst uns doch mal schauen, das Thema KI, ich hatte einfach mal gefragt, was könnte das für uns bedeuten? Und es kommen sofort die Themen drauf, die ich auch genauso unterschreiben würde. Es wird um die Rolle der Hausaufgaben gehen. Es wird um die Frage der Co-Kreation gehen, auf die ich gleich auch noch eingehen möchte, also gemeinsam mit KI zu arbeiten. Es wird darum gehen, die jahrelangen Baustellen von Schule, und das ist, glaube ich, in Zeiten von Digitalisierung ja sowieso unser Dauerthema, also was funktioniert nicht, noch stärker beleuchten. Und jetzt kommt das Interessante, was ich eigentlich mit am spannendsten finde, ist die Frage der Lernbegleitung. Also wie können wir Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen, in ihrem Arbeiten unterstützen? Und wenn wir das so durchgehen, dann sehen wir ganz, ganz viele Dinge, die ganz positiv besetzt sind. Und für mich beginnt genau da die spannende Frage, ist das nicht der Ansatzpunkt, um eine neue Technologie, die Gefahren hat, aber mit ihren Chancen in den Blick zu nehmen und für uns als Lehrkräfte eben konstruktiv und gut zu nutzen? Und das möchte ich in den Fokus der Keynote stellen in den mir verbleibenden 15 Minuten, nämlich
Frau Professor Wessels, die hier im Norden sicherlich noch besser bekannt ist als bei uns im Süden, sage ich mal, die übrigens ganz herzlich grüßen lässt aus Südafrika und sagt, ja, mein Bild darfst du gerne verwenden, die aber einen ganz wichtigen Punkt aufmacht, und das hat sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemacht und gesagt hat, es geht um diese vier A's. Es geht darum, dass wir aufklären sollten, dass es diese Technologien existieren. Es geht darum, dass wir sie miteinander, und das ist ganz wichtig, ausprobieren sollten, dass wir natürlich akzeptieren, dass sie da sind und auch nicht mehr gehen werden, und das haben wir ja gerade schon ganz deutlich auch gehört. Und dass wir aktiv werden. Und aktiv werden kann man jetzt natürlich sehr vielfältig interpretieren. Was heißt das? Für mich heißt das, es in der Schule zu benutzen, die Technologie, um darüber zu lernen gemeinsam, um dann aber auch, und das wird, glaube ich, unsere Rolle als Lehrpersonen auch in der Zukunft sein, diese Entwicklung mitzugestalten. Denn wenn wir zum Beispiel KI-Einsatz auch mal ablehnen wollen in gewissen Feldern, dann müssen wir ja wissen, warum, und müssen gut begründen können, warum Lernen auch mal ohne KI erfolgen soll. Genauso sollten wir aber auch in der Lage sein zu sagen, warum wollen wir KI nutzen und für welche Zwecke. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, Politikerinnen, Politiker, Schulträger davon zu überzeugen, vielleicht eine Vorbildslizenz zu nutzen, mit Fiete zu arbeiten. Das sind alles Kosten, die aber in unseren Augen ja gut investiert sind. Und dann brauchen wir aber auch Begründungs-Background, um sagen zu können, das hilft beim Lernen und das wollen wir nutzen. Und da finde ich diese vier A's gewissermaßen zeitlos, um erstmal ins Thema reinzugehen und zu sagen, das wird oder soll Leitlinie für uns sein, wenn wir, und jetzt kommt die komplizierteste Folie, vielleicht die überladenste Folie dieses Vortrags, aber das ist eben didaktische Planung, wenn wir diese neue Technologie für unsere Unterrichtsplanung verwenden wollen. Und da müsst ihr gar nicht auf jedes Detail schauen, mir geht es nur darum, mal die didaktische Planung, wie wir unseren Unterricht planen, in ihrer ganzen Breite und Fülle zu zeigen. Und klar ist ja, dass durch digitale Medien und jetzt auch durch KI der Fundus, den wir haben, um Unterricht zu planen, ja noch viel größer wird und wir viel mehr Möglichkeiten haben. Und die große Frage sein wird für mich, was bedeutet jetzt eigentlich KI in diesem Rahmen? Wird Unterricht mit KI klassisch in Zukunft geplant oder wird KI doch so viel verändern können, dass am Ende sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler KI-Tools wie so eine Art Leitplanke neben sich stehen haben, und da gehe ich gleich drauf ein, was das bedeutet, dass der Unterricht sich doch stärker verändern wird, als wir es im Moment vielleicht denken, weil wir alle ja aus unserem klassischen Unterricht momentan kommen. Und das wird eine sehr, sehr spannende Frage zu diskutieren, denke ich. Auch dazu habe ich Julian. Siehst du auch Chancen so für dich als Schüler zum Beispiel in der Schule? Na klar, in der Schule ist das genial. Also für Schüler ist ChatGPT wunderbar. Zum einen, dass man eben Hausaufgaben auf Fehler untersuchen kann, lassen kann. Man kann Hausaufgaben verbessern. Ich habe mir jetzt für die Klausurenphase ChatGPT Premium auch einmal geholt, um Karteikarten zu erstellen und erstellte Karteikarten zu überprüfen. Dieser Bildgenerator ist immer wieder hilfreich, vielseitig einsetzbar auf jeden Fall. Und auch da, ne, man hörte sofort ein leichtes Lachen, ist ja klar, Schülerinnen und Schüler nutzen diese Tools doch genauso wie wir, vielleicht sogar noch breiter, noch tiefer, als wir sie teilweise nutzen. Aber auch hier wieder, nach wie vor finde ich es beeindruckend, sofort in dieses Konstruktive zu gehen. Ne? Was mache ich damit? Wie kann ich das nutzen? Und das erlebe ich eben bei sehr vielen Schülerinnen und Schülern, die einsteigen mit ChatGPT, mit anderen Tools, dass sie sofort in diese konstruktive Schiene reingehen, zu sagen, wie kann ich mein Lernen damit verbessern? Und das sollte doch spätestens für mich dann als Lehrer auch bedeuten, das möchte ich auch. Ich kann doch meinen Unterricht vielleicht damit an Schwachstellen, an Punkten, wo ich selber vielleicht nicht zufrieden bin, versuchen zu verbessern. Und der Frage werden wir jetzt noch etwas nachgehen, wenn es um konkrete Praxisansätze geht. Denn ich möchte natürlich nicht die Workshop-Phase vorwegnehmen, aber mal so ein, zwei Beispiele zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir von der Ping-Pong-Metapher sprechen, also der Co-Kreation, Mensch und KI arbeiten zusammen. Ich habe mal versucht, mich da so mit Hoodie reinzukriegen, das hat ChatGPT erstellt. Eigentlich geht es nur darum, dass man wie bei so einem Tennistraining einen Sparringspartner an der Seite hat. Und das fand ich ein ganz spannendes Modell, eine spannende Überlegung für mich, zu sagen, naja, wie kann mir KI auch jetzt schon helfen? Klar ist vorweg, es geht im Moment nur ums Ausprobieren. Das sind noch keine fertigen Modelle. Wir haben noch keine fertigen Plattformen für unsere Schulen, von denen wir sagen können, so werden wir jetzt 5 Jahre lang arbeiten. Das ist alles ein großes Ausprobieren momentan. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir das dürfen und können. Und wir können ja mal auf ein Beispiel schauen,
aus dem Geschichtsunterricht, das ganz, ganz einfach ist. Und das müsst ihr jetzt wirklich nicht lesen können, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, was bedeutet eigentlich Sparringspartner, Leitplanke. Ich habe eine Geschichtskarte aus dem Geschichtsbuch in meinem Tutorium, es ging um russische Revolution, hochdynamische Karte mit vielen, vielen Details. Und jetzt kann man ja mal drauf schauen, naja, welche Gruppen gibt es eigentlich? Uns Lehrpersonen, es gibt die Schülerinnen und Schüler. Und mit diesem Material kann ich jetzt natürlich mit ChatGPT sehr schön arbeiten. Ich habe in dem Fall einfach gesagt, arbeite mal alles heraus, was du hier siehst, mach so eine Art didaktische Analyse des Materials. Und das macht ChatGPT schon gut und auch zuverlässig bis ins Detail rein. Es endet aber natürlich nicht auf der Ebene, dass ich es für mich nutze, sondern genauso können ja jetzt im Umkehrschluss die Schülerinnen und Schüler sagen, ich muss eine Präsentation zu dieser Karte halten, so richtig verstehe ich sie nicht, entwickle mir doch mal bitte einen Vorschlag dazu, wie ich jetzt diese Präsentation halten kann. Das sind so die klassischen Vorgänge, wie im Moment damit gearbeitet wird, zeigt aber schon, dass sich hier an einer Stelle etwas ganz entscheidend verändert, nämlich bei dem, naja, nennen wir es mal Wissensvorsprung, den wir Lehrerinnen und Lehrer haben, den wir vielleicht auch durchaus noch hatten, wenn es um klassische Wissensthemen ging, aber jetzt auch diese Karte entschlüsselt werden kann, bis in die Details rein. Und für mich jetzt natürlich die große Frage sich auftut, naja, was bedeutet dann eigentlich Lernen in Zukunft? Wo ist eigentlich der Lerneffekt, wenn man diese Karte sich von der KI analysieren lässt? Andersrum dann die Frage, wie kann ich die Schülerinnen und Schüler trotzdem dazu bringen, dass sie Dinge lernen, neue Zusammenhänge herstellen? Ich glaube, das wird eine ganz große Herausforderung. Für mich als Lehrer ist es aber spannend, weil ich natürlich diese Karte jetzt weiter nutzen kann. Und da sind wir beim Thema Lernmaterial. Und vielleicht merkt ihr so ein bisschen meine Begeisterung. Ich plane einfach gern Unterricht, ihr ja sicher auch alle. Und es geht ja immer ums Lernmaterial. Und jetzt kann ich natürlich mit dieser Karte auch sagen, erstelle aus dieser Karte Karikaturen für meinen Unterricht. Etwas, was ich so künstlerisch nie gekonnt hätte früher, aber eigentlich gern gehabt hätte. Und dann entstehen hier sehr spannende Karikaturen, über die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern im Grundkurs sicherlich eine halbe Stunde ungefähr gesprochen habe. Und es aber immer darum ging, und das war sehr spannend für mich zu beobachten, dass sie geschaut haben, naja, was sehe ich hier inhaltlich, was kann ich hier über Russland lernen, über die russische Revolution, und dann immer geschaut haben, aber die KI, was macht die eigentlich mit diesen Informationen? Und das sind diese kleinen Anlässe im Unterricht, wo ich denke, da lässt sich Lernen mit KI immer wieder mit dem Lernen über KI verbinden, dass man anhand solcher völlig alltäglicher Gegenstände der Unterrichtsplanung immer wieder ins Gespräch kommt darüber, und das wollen die Schülerinnen und Schüler auch, das werdet ihr sicher schon gemerkt haben im Unterricht, sie wollen immer auf die inhaltliche Ebene, um dann aber auch darüber zu sprechen, wie ist dieses KI-Ergebnis eigentlich einzuschätzen. Und das kann ich natürlich in Spanisch, in Geschichte, ihr in euren Fächern sicherlich ganz ähnlich machen. Und ich denke, das ist so ein erster Einstieg in das Thema gemeinsames Lernen mit und über KI. Praxisbeispiele möchte ich gar nicht so tief einsteigen, denn das ist sicherlich in den Workshops interessant. Die habe ich auch eigentlich mehr fürs Handout vorbereitet, damit ihr hinterher noch mit dem Vortrag auch weiterarbeiten könnt, denn alles, was hier an Materialien enthalten ist, habe ich euch auch verlinkt, sodass ihr einfach draufklicken und auf die Materialien selber draufgehen könnt. Aber eine Sache hat mich sehr früh sehr interessiert, gerade auch als Spanischlehrer. Und da möchte ich nochmal drauf schauen. Und das ist das Thema Feedback und Lernbegleitung, über das ich vorhin ja schon zum Einstieg kurz gesprochen habe. Denn ganz zu Beginn, als ich eigentlich noch gar nicht wusste, wie ChatGPT so richtig funktioniert, habe ich mal das gemacht, was ich mir eigentlich so als Schüler, aber auch als Lehrer seit Jahren gewünscht habe und habe einfach mal eingegeben, ich habe hier einen Text vorliegen, eine Hausaufgabe und jetzt stell dir doch mal bitte vor, du bist meine Spanischlehrerin, korrigierst die, erstellst mir eine Liste mit Fehlern und gibst mir am Ende sogar noch eine Rückmeldung darauf, auf diese kurze, kleine Hausaufgabe, die an irgendeinem ganz normalen Wochentag entstanden ist. Und das war für mich so der Aha-Effekt zum Thema Feedback, denn ich glaube, es gibt wenige Themen, die uns einerseits ja so überzeugen oder die uns so klar sind, dass sie unglaublich wichtig sind, wie Feedback, und andererseits wir aber auch, zumindest mein Empfinden, immer wieder scheitern. Denn bei 30 Schülerinnen und Schülern kann ich einfach nicht auf jede Hausaufgabe zumindest mal eine Rückmeldung geben. Es muss ja kein perfektes Feedback im Sinne bestimmter Kriterien sein, einfach diese Leistung zu würdigen, eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, hier liegst du richtig, hier liegst du falsch. Das reicht ja oft schon. Das
können Sprachmodelle natürlich schon jetzt sehr, sehr gut. Und das hat mich sehr früh überzeugt, weil ich immer dachte, wann schaffe ich es denn bitte, so eine Rückmeldung all meinen kleinen Siebtklässlern zu geben, die mich angucken, gerne Rückmeldungen haben wollen, aber wir können einfach nicht alle Hausaufgaben miteinander vergleichen und würdigen. Und das war für mich der Einstiegspunkt zu sagen, dieses Thema Feedback, Lernbegleitung, das geht in eine Richtung, die ist spannend. Und da möchte ich noch auf eine Begrifflichkeit hinweisen, die erstmal sehr nach Social Media Sprech klingt, nämlich die sogenannten Mega-Prompts, weil ich davon ausgehe, dass sie in den Workshops nachher auch eine Rolle spielen werden. Das ist die eigentliche Stärke von Sprachmodellen, in meinen Augen, als Laie zumindest, dass eben nicht einfache W-Fragen gestellt werden, wie bei Google, da sage ich, Leute, dann nutzt doch Google, da habt ihr die Links, da habt ihr alles hinterlegt für Recherche. Die Stärke des Sprachmodells ist es doch gerade, ein Szenario aufzumachen. Und das, was ihr gerade gesehen habt, stell dir vor, du bist meine Lehrerin, du hast einen Text, deine Aufgabe ist es, das fair und freundlich zu korrigieren und Feedback zu geben. Das ist genau die Stärke eines Sprachmodells, in eine Situation reinzugehen. Und dazu habe ich euch einige Prompts zusammengestellt. Den Link würde ich euch einfach hinterhergeben. Ganz viele verschiedene Prompts, die zum Beispiel, und das zeige ich jetzt nur exemplarisch, in Richtung Lernbegleitung gehen. Müsst ihr gar nicht im Detail anschauen, sondern einfach sagen, ich bin dein Tutor, ich bin dein Lernbegleiter, du bist Schüler, Schülerin, stell mir Fragen und ich helfe dir, mit diesem Thema zu arbeiten und zu diesem Thema zu lernen. Diese Prompts findet ihr alle in einem Padlet, die habe ich per Link hinten in den Anhang gehängt und könnt einfach mal reinschauen, ausprobieren, vielleicht ja in den Workshops auch schon diese Prompts nutzen. Denn es geht einerseits in Richtung Lernbegleitung, Feedback, aber es ist natürlich bei der Materialerstellung auch ein Thema im Fokus, das, glaube ich, vielen von uns seit vielen Jahren unter den Nägeln brennt, und das ist Differenzierung, und zwar Materialdifferenzierung, inhaltlicher Art zum Beispiel. Und ein Prompt, den ich euch auch hinterlegt habe, ist der, ich habe es mal differenzierende Lernbegleitung genannt. Das haben wir gerade letzte Woche im Grundkurs nochmal erprobt und die Schüler haben wieder gesagt, boah, das ist super, das hilft mir so in ein Thema einzusteigen. Hier war es Imperialismus. Sie kriegen einen Informationstext, kriegen Fragen zu diesem Text und je nachdem, wie viel Sie richtig oder falsch beantworten, ist der nächste Text einfacher oder schwieriger. Also so eine Art Adaption an das, was schon verstanden wurde oder auch nicht, wo Schwierigkeiten sind oder auch nicht. Und ich glaube, das ist die große Stärke eben von Sprachmodellen, die wir nutzen sollten, zumindest aber ausprobieren sollten. Das kann schiefgehen, dass Schüler sagen, hilft mir gar nicht, hat nicht funktioniert. Das kann aber auch sehr gut funktionieren. Und wir haben diesen Prompt letzte Woche in den Vorbildstools genutzt und da war die Rückmeldung, gerade wenn es um Begrifflichkeiten geht, wie das Imperialismuskonzept in Geschichte zum Beispiel, dann hilft uns dieser faire, freundliche, immer geduldige Lernbegleiter, der keine Fragen stellt, wenn ich sage, könntest du mir auch noch mal einen einfacheren Text geben, dann hilft er mir sehr, dieses Thema zu verstehen. Und das war wieder mal so der Effekt, wo ich dachte, wunderbar, das geht in die richtige Richtung. Denn, und da kommen wir auch schon fast zum Abschluss des Ganzen, es geht doch eigentlich um Unterricht, es geht doch eigentlich um Lernen. Und vielleicht sollten wir aus dem Blick immer auf die Oberflächenstrukturen rauskommen, also dem, was wir da sehen, welche Apps werden genutzt, wieder reingehen in die Frage, was macht eigentlich guten Unterricht aus? Und in der sehr empfehlenswerten Handreichung von Trautwein, Slivka und Demel, die haben das in Baden-Württemberg zusammengeschrieben, finde ich sehr hilfreich, geht es darum, was ist eigentlich, wirksamer Unterricht? Und da kommen genau diese Punkte ins Spiel. Feedback, individuelle Unterstützung im Lernprozess, dass das doch genau das ist, was guten Unterricht und gutes Lernen ausmacht. Und alles andere, das Klassenklima, Wertschätzung, Respekt, das sind doch wir. Und das ist unsere Stärke und dafür sind wir da. Und da wollen wir auch keine KI, die uns an der Stelle ersetzt. Aber der Bereich Feedback, Lernbegleitung, das ist doch der, wo wir so sympathisch, freundlich, unterstützend wir auch sind, wir eben doch so oft scheitern. Und das ist genau für mich der Punkt der Co-Kreation, so verstehe ich das, nämlich KI an den Stellen zu nutzen, wo unsere Fähigkeiten vielleicht aufhören, unsere zeitlichen Fähigkeiten im Zweifel auch, und sie eben da zu nutzen, wo sie hilfreich ist. Und da bin ich gespannt, ob das in den Workshops heute auch noch darum gehen wird. Ich hatte noch einige Tools vorbereitet, da können wir noch kurz zum Abschluss reinschauen, denn die Möglichkeiten existieren.
Und warum sage ich das jetzt noch in der letzten Minute, die mir bleibt? Weil wir ja immer in diesem Begründungszwang stehen, sagen zu müssen, ah, wir brauchen etwas, wir wollen etwas. Und dann die Kultusbürokratie sagt, naja, aber so sicher bin ich mir nicht. Aber es gibt die Plattformen, die man eben nutzen kann, um auszuprobieren. Vorbildstools ist eine davon. Es gibt natürlich auch Schul-KI zum Beispiel, mit denen man DSGVO-konform ChatGPT im Unterricht aller Jahrgänge nutzen kann. Es gibt ein Tool wie Peer Feedback, das ich auch gern noch nur erwähnen möchte, das genau darauf abzielt, Texte zu überarbeiten, Schülerinnen und Schülern in ihrem Lern- und Schreibprozess zu helfen. Das sieht dann so aus, dass es hier sehr genaues Feedback gibt und auch Hinweise, wie man jetzt weiterschreiben könnte. Und es gibt eine Plattform, die ich zum Abschluss auch noch unbedingt zeigen möchte, nämlich Fiete, die ganz ähnlich auch funktioniert wie die Vorbilds KI-Assistenz. Das sind beides Tools, die zeigen, in welche Richtung das gehen könnte. Und da können wir noch mal ganz kurz reinschauen. Vielleicht ist es ja auch schon bekannt. Ich erstelle als Lehrperson eine Aufgabe, hinterlege beispielsweise einen Text, der zusammenzufassen ist. Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Lösung rein und kriegen dann Feedback auf Basis von Kriterien, die von mir vorher festgelegt wurden. Und warum zeige ich das jetzt? Einfach deshalb, weil wir, glaube ich, wegkommen müssen aus dieser Nutzung von ChatGPT, was doch sehr so Informatikcharakter hat. Man muss selber programmieren, man muss sich auskennen, man muss irgendwie Experte sein. In meinen Augen sollten wir hinkommen zu Plattformen, die uns genau das abnehmen, die uns eine Oberfläche bieten, die einfach zu nutzen ist, wo alle Lehrpersonen sagen können, auch wenn ich mich nicht auskenne, kann ich damit arbeiten. Denn auch das ist wieder für mich eine ganz entscheidende Vorbedingung, um überhaupt in das Thema KI in Schulen mit allen und eben nicht nur denen, die freiwillig zu Fortbildungen kommen, einsteigen zu können. Und diese Tools sollte man sich sehr genau anschauen und im Zweifel auf den Schulträger zugehen und sagen, damit wollen wir arbeiten, das sind die Plattformen, die wir brauchen. Ich habe ja schon gehört, dass die BBS hier in Hamburg eben auch mit Vorbilds arbeiten. Wir in Göttingen arbeiten genauso daran, warten aber leider noch drauf, dass wir überhaupt erst die Zugänge bekommen, um mit KI arbeiten zu dürfen. Und diese Voraussetzung brauchen wir natürlich. Kommen wir zum Abschluss, denn was die Schülerinnen und Schüler auch ganz klar sagen, und das schlägt wieder so ein bisschen den Bogen zum Julian, ist das, dass sie eben es sehr zu schätzen wissen, wenn wir KI-Tools nutzen und sagen, wir wollen damit weiterarbeiten, es hilft uns beim Lernen und das ist immer wieder die Erfahrung, wir möchten gerne diese Tools auch weiterhin nutzen. Und ich glaube, darin sollten wir sie bestärken. Das sollte vielleicht in den nächsten Jahren unsere Rolle sein, zu sagen, ich arbeite mich ein, aber ich arbeite mich für euch in dieses Thema ein, sodass wir gemeinsam dranbleiben können an dem, was künstliche Intelligenz eben in Zukunft bedeuten wird. Und da möchte ich auch mit Blick auf die Zeit gerne enden, denn ich glaube, das ist ein sehr konstruktiver Schluss, zu sagen, die Schülerinnen und Schüler wissen zu schätzen, was wir machen in diesem Thema. Und ich glaube, was gibt es für einen schöneren Eröffnungsschlusspunkt für so einen Fortbildungstag als diesen zu sagen, wir machen das nicht umsonst, wir machen es nicht nur für uns, sondern wir machen es auch für Schülerinnen und Schüler, denen am Ende, glaube ich, sehr wohl bewusst sein wird, warum wir so eine Energie in so ein Thema reinstecken. Und dabei wünsche ich viel Spaß, viel Freude und vor allem viel pädagogische Neugier. Danke. Ganz herzlichen Dank, Hauke. Ich glaube, das war wirklich extrem ermutigend in jeder Hinsicht. Jetzt gibt es die Chance, Fragen zu stellen und ihr könnt noch einen Moment nachdenken und ich sage nochmal für alle im Livestream, ich habe es leider vorhin vergessen, wir haben Menti eingerichtet. Das war auch immer eingebettet, eingeblendet, vielleicht seid ihr schon draufgegangen, ihr habt also auch die Chance, Fragen zu stellen und wir können die dann hier aufgreifen. Also ganz schnell tippen, dann kriegen wir das noch mit rein. Genau, vielleicht hat sich hier aber schon die erste, ich sehe da eine Hand und wir haben eine Kollegin mit einem Mikrofon, damit alle das gut hören können und es auch im Livestream ist, hier in der Mitte. Annalena kommt von der Seite. Ja, hallo, ich habe eine Frage und zwar hier in Hamburg gibt es ja Bring Your Own Device, also die Idee ist, jeder bringt sein eigenes Gerät mit und dann einfach Netzzugang und dann ist praktisch alles erstmal freigeschaltet. Sagst du, ist das eine schöne Sache oder brauchen wir irgendwelche vielleicht so Kaskadensysteme, wo man sagen, jetzt haben wir irgendwie dieses freigeschaltet für diese Phase, für jene haben wir das jetzt irgendwie off oder genau, wie ist denn deine Haltung dazu?
da gehen wir natürlich ein ganz bisschen weg vom Thema KI, aber es hängt natürlich auch ein bisschen miteinander zusammen. Bei uns ist es so, wir arbeiten jetzt mit bestimmten Geräten eines Herstellers bei uns in der Schule, einfach deshalb, weil, und das finde ich wieder sehr interessant, wenn man so auch darauf schaut, wie sich Digitalisierung entwickelt, wir eben damals gesagt haben, wir brauchen eine klare Struktur, wir brauchen klare Regeln und Grenzen und arbeiten deswegen nur mit iPads in dem Fall, weil wir die kontrollieren, steuern können. Aber all das ist viele Jahre her. Und das war so dieser erste Gedanke, wo Reglementierung im Vordergrund stand. Inzwischen gehen wir in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich genau dahin, dass wir mit Plattformen arbeiten, mit Tools, die geräteübergreifend nutzbar sind und eigentlich auch in Richtung Bring Your Own Device gehen wollen. Das Thema ist natürlich jetzt sehr komplex, da könnte man einen ganzen Tag drüber reden. Das hängt jetzt mit Disziplinen zusammen, mit Gerätenutzung, mit etc., vielen, vielen Themen. Ich glaube, erstmal ist es so, dass wir gesetzlich eigentlich ja sowieso Bring Your Own Device ermöglichen müssen. Alles andere geht nur über schulinterne Regelungen. Und manche Schulen haben das strenger geregelt, andere ganz offen. Ich kann nur sagen, wir sind froh, dass wir es zu Beginn strenger geregelt haben. Das ist meine ganz persönliche Meinung mit Blick auf die eigene Schule, weil, und jetzt kommt das ins Spiel, was ganz entscheidend ist, die Kollegien ja mit im Boot sind. Und wir zu Beginn, das war im Jahr 2016, immer gesagt haben, wir müssen auch vom Kollegium aus denken und planen. Und wir können diese große pädagogische Herausforderung, die Unterricht per se an sich schon bedeutet, nicht durch ein neues Medium, das wir völlig ohne Regeln, ganz offen, auch ohne Kontrolle, auch wenn der Begriff nicht gern gesehen wird, ins Kollegium reingeben und sagen, macht mal. Und deswegen sind wir von einer stärkeren Reglementierung ausgegangen, mit eben nicht Bring Your Own Device, allerdings mit dem Ziel, wenn die Erfahrung da ist, die Kenntnis und Sicherheit da ist und vor allem die Schülerinnen und Schüler auch eine Selbstverständlichkeit entwickelt haben im Umgang, auch das macht ja sehr viel aus, es dann zu öffnen. Es gibt diese zwei Wege, denke ich. Beide haben ihren Reiz. Ich glaube oder hoffe, und das war ja auch mein Plädoyer jetzt am Ende, dass wir mit Plattformen arbeiten werden, die eben genau diese Geräteausrichtung überhaupt nicht mehr in den Vordergrund stellen. Darum soll es eigentlich nicht mehr gehen. Und wir machen das jetzt schon viele Jahre, dieses Gegeneinander der Systeme. Ich bin immer dankbar, wenn es so Plattformen gibt, und da nenne ich eben beispielhaft Phobits oder Fiete, die genau das ermöglichen, unabhängig vom Gerät, vom System zu arbeiten. Und ich hoffe, dass das die Zukunft sein wird. Und nicht spezifische Apps. Vielleicht kommt ja auch zumindest eine Kultusministerin, die können wir ja dann mal fragen. Da sehe ich eine weitere Hand und ich glaube, es ist auch schon was über Menti reingekommen. Dann schieben wir jetzt mal einmal Menti dazwischen, damit genau, die Leute auch eine Chance haben. Ich habe versucht, auf die Schnelle die Fragen zu clustern und es geht in Richtung Grundschule. Wie sieht die Nutzung überhaupt für Grundschulen eigentlich aus? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder Vorschläge? Da müsste ich meine Schwester fragen, die Grundschullehrerin ist. Aber ich lese immer sehr viel in Social Media zu dem Thema, weil ich genau das denke, was heute auch Thema war, nämlich dass es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist. Und das schließt natürlich alle Institutionen ein, in meinen Augen, die im Bereich Bildung aktiv sind. Aber klar ist natürlich auch, dass in der Grundschule ganz anders gelehrt wird, gelernt wird, ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Und das erleben wir im Kleinen auch bei uns am Gymnasium oder an jeder anderen weiterführenden Schule, dass zum Beispiel im Jahrgang 5, 6 ganz andere Dinge im Vordergrund stehen sollten, als sie es in der Oberstufe tun. Und das betrifft auch den Umgang mit digitalen Medien, mit künstlicher Intelligenz. Und ich immer hinterfragen würde, was eigentlich auch die Linie dieses Vortrags sein sollte, nämlich der didaktische Wert. Und wenn ich an der Grundschule einen Lernprozess plane, von dem ich denke, nehmen wir mal das Thema Feedback, Lernbegleitung, ich möchte die Kinder mit einer ganz speziellen Frage nicht alleine lassen, wenn sie zum Beispiel zu Hause bei den Hausaufgaben sitzen, dann halte ich die Nutzung von KI in Form von zum Beispiel einem Unterstützungsassistenten, der vielleicht Fragen beantwortet, vielleicht auch Deutsch-Vokabular überhaupt erstmal zur Verfügung stellt, das ist nur ein Praxisbeispiel, für sinnvoll. Aber dann brauchen wir natürlich Plattformen, die 100% DSGVO-konform sind und die gibt es ja über API-Schnittstellen. Trotzdem denke ich immer, das sollte sehr, sehr genau diskutiert und überlegt werden. Ich finde es aber sehr spannend, nehmen wir mal die vierte Klasse am Übergang zur weiterführenden Schule, warum sie nicht schon mal an dieses Thema heranführen und sei es spielerisch, dass man weiß, was bedeutet KI eigentlich, was ist überhaupt ein Sprachmodell, das uns hier irgendwie doch auch umgibt. Da reden die Erwachsenen immer von,
warum, wenn man darüber spricht, es nicht auch gemeinsam angeleitet ausprobieren. Aber der Punkt Lernbegleitung, den möchte ich wirklich recht groß machen und der kann natürlich auch kleineren Kindern beim Lernen helfen. Super, vielen Dank. Ich habe zwei Handmeldungen jetzt hier noch im Saal. Ich habe auch die Tür im Blick, sprich, wenn die Senatorin reinkommt. Zuerst da hinten, Annalena, bei dir. Moin. Moin. Ich habe eine Frage, was dich betrifft. Stellst du bei dir selber fest, dass du anspruchsvoller geworden bist, was deine Aufgaben angeht? Also Stichwort Aufgabenkultur. Mit KI-Unterstützung kann ich mehr Qualität generieren als vorher. Kann ich jetzt also als Lehrer, also für dich ganz konkret, setzt du jetzt für dieselbe Note mehr voraus als vorher? Bei meinen Schülerinnen und Schülern? Nein, das tue ich nicht. Ich arbeite in der Regel mit den Erwartungshorizonten, die ich ja selber erstelle. Die Frage, die aber natürlich jetzt immer stärker aufkommen wird, nehmen wir das Thema Facharbeit an weiterführenden Schulen, nehmen wir das Thema Hausaufgaben, ist ja schon die, das klingt jetzt alles sehr gut, ist das eigentlich selbst geschrieben? Und ich stehe da natürlich, oder wir alle, glaube ich, stehen da ja in dieser Entwicklung drin, jetzt zu überlegen, was bedeutet eigentlich Eigenleistung? Also was ist eigentlich eine geistige Leistung in Zeiten von KI? Und dieses Delta, sagen wir mal, das ist wieder der Punkt Co-Kreation. Wenn ich weiß, dass meine Schülerinnen und Schüler eine Präsentation mit Gamma AI erstellen oder einen Text mit ChatGPT schreiben lassen, dann wird vermutlich künftig der Punkt, naja, was ist jetzt deine Eigenleistung, also Richtung AFB3 zum Beispiel, wie kannst du argumentieren, wie kannst du diese Fakten nutzen, eventuell tatsächlich eine konkreter und damit auch schärfer messbare Beurteilung, als es vielleicht vorher war, als man von AFB 1 bis 3 aus der Hand von Schülerinnen und Schülern geschriebene Ergebnisse hatte. Ja, das finde ich jetzt interessant, die Frage, weil ich das gerade gedanklich weiterentwickle. Ich glaube, subtil ist das, was wir gerade tatsächlich erleben, dass wir genauer hinschauen, als es vielleicht vorher der Fall war. Übrigens ein interessantes Thema, das mit Schülerinnen und Schülern mal zu besprechen, zu sagen, wie gucke ich eigentlich auf eure handgeschriebenen Ergebnisse, seitdem ChatGPT rauskam, um gemeinsam festzustellen, oha, ich gucke stärker in Richtung AFB 3, das müsste man mal miteinander erproben. Das kann nämlich sehr gut sein tatsächlich. Und ich überlege gerade, ich habe eine interessante Sache festgestellt bei Nutzung der Phobits KI-Assistenz, die ich für Hausaufgaben verwendet habe, dass die meistens strenger ist als ich, geht in die ähnliche Richtung, anderes Thema. Und ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Und dann habe ich das mal ein bisschen genauer nachgeschaut und gemerkt, naja, natürlich, kriteriale Bezugsnormen, es werden klare Kriterien bewertet, das macht Fiete auch so. Ich bewerte aber auch im Vergleich zur Lerngruppe, ich sehe den individuellen Entwicklungsweg. Ich habe also ganz andere Bezugsnormen für meine Notengebung und Bewertung, als es momentan zumindest eine KI hat. Und das war sehr spannend, im Spanischkurs darüber zu sprechen. Kleiner Exkurs vom Thema Hausaufgaben jetzt, aber es geht ja in die gleiche Richtung. Zu aber sagen, nicht zu lang, der Exkurs, weil wir noch zwei oder drei Fragemeldungen haben. Aber genau das zum Thema zu machen. Ja. Was lerne ich damit über mich selbst als Lehrperson und über KI auch, wie sie bewertet? Ja. Entschuldigung, dass ich da reingegrischt bin. Ich wollte nur den anderen die Möglichkeit geben. Und ich finde das Thema super spannend. Ist bestimmt eins für die Kaffeepause auch, um darüber nachzudenken, was eigentlich objektiv und wie wichtig sind aber auch die subjektiven Eindrücke oder die individuellen Eindrücke. Also wir nehmen jetzt einmal Menti dazwischen und ich habe die beiden Wortmeldungen hier vorne im Blick. Mustafa. Gerne. Denkst du, dass sich durch die Potenziale der KI in Zukunft auch die Anforderungen an zukünftige Lehrer sich verändern werden? Ich habe gerade am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen so einen spannenden Text gelesen. Da ging es ziemlich genau darum, ich meine, es war die FAZ, wo dann der Satz drin stand, die Lehrerinnen und Lehrer müssen in dem Maß besser werden, wie KI besser wird. Und ich dachte, oha. Hui. Das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Das kann man so sagen, ja, wenn man keine Lehrperson ist und selber im Einsatz steht, aber das ist natürlich ein Satz, der hat sich gewaschen und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich fasse mich kurz, dass wir wieder dieses Lernen mit über KI fokussieren sollten. Wir sollten externen Druck auch aktiv zurückweisen und sagen, Leute, wir sind dran, wir beschäftigen uns damit, aber baut nicht immer von externen Druck in allen Themen auf, die gesellschaftlich, technologisch gerade relevant sind, damit wir das wieder in der Schule
perfekt umsetzen und, ich sage es mal bewusst so, eure Kinder schulen, sie es lernen können bei euch. Wir sind ja selber nun mal Menschen, wir lernen dazu und zwar lebenslang und wir sollten dranbleiben, aber wir sollten diesen Druck, der aufgebaut wird, ihr müsst besser sein als KI, dem werden wir nie standhalten können, diesem Wettbewerb. Aber wir haben andere Qualitäten und das wissen wir alle. Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz mal an die Kolleginnen und Kollegen. Könnte jemand mal vorne rausfinden, ob es schon Meldungen von der Senatorin gibt? Weil wenn sie noch nicht da ist, dann können wir noch mehr Fragen nehmen. Da kommt schon gerannt. Aber wir machen mal auf jeden Fall hier vorne weiter. Das war die. Nee, eine Reihe dahinter. Danke, Annalena. Ja, es war ein sehr konstruktiver und sehr mutmachender Vortrag, dafür vielen Dank. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, auch einen etwas kritischeren Blick drauf zu werfen. Ich bin nicht nur Lehrer, ich bin auch Vater von zwei Teenage-Kindern, zwei Jungs, 14, 16 Jahre alt, und die haben das Thema KI und die Möglichkeiten für Schule für sich auch inzwischen so rausgefunden, rausgeknobelt. Und die sind allerdings nicht so, wie Sie Ihren Schüler, ich habe den Namen vergessen, den wir ein paar Mal Julian gehört haben. Julian war es, glaube ich. Nicht ganz so drauf. Die nutzen das teilweise, um nicht selbst denken zu müssen. Die nehmen die Abkürzungen, sind eben nicht so reif, dass sie sagen, dass sie sich letzten Endes damit selbst ein Bein stellen, sondern die nutzen es nicht als Lernbegleiter, sondern die geben mehr oder weniger die Aufgabe und die Arbeit ab an die KI und denken, ja super, ich habe damit nichts mit der Hausaufgabe nicht mehr so viel Ärger, ist sehr schnell erledigt. Und das ist natürlich, naja, so schlau ist es natürlich nicht, weil es ist ja langfristig, schaden sie sich damit ja selbst. Aber das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich dann auch sehe, dass man halt irgendwie, das darf eben nicht passieren, dass wir KI nutzen, um unser eigenes Gehirn abzuschalten, weil KI für uns letztendlich das Denken übernimmt. Und da müssen wir, finde ich, auch aufpassen, nicht nur die Chancen sehen, die auch sehen, aber auch wir haben diese Gefahr vor allem sehen, als Pädagogen, als Eltern, wie auch immer, um zu gucken, dass wir da nicht uns zu sehr in so blinde Abhängigkeiten begeben, sondern immer noch selber denken und selber unsere Probleme lösen können. Das war ja vor allen Dingen ein Statement. Ich würde jetzt noch mal einmal das Mikro weitergeben an die Wortmeldung hier vorne. Herzlich willkommen, Frau Bekeris. Schön, dass Sie da sind. Wir schließen noch gerade die Fragerunde ab. Genau, und dann können Sie auch noch zu Wort kommen. Okay, also erst einmal nochmal danke für den Vortrag. Jetzt auch eine Frage, ich mache es relativ kurz. Wenn du Schüler Aufsätze schreiben lässt, zum Beispiel in Geschichte, erlaubst du die Nutzung von künstlicher Intelligenz und wie gehst du dann damit um? Vielleicht sollten wir ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Nutzung künstlicher Intelligenz wird dann oft verstanden als ich lasse ChatGPT schreiben oder allgemein der Einsatz künstlicher Intelligenz. Der Einsatz. Ja, also schreiben lasse ich sie meistens nicht mit ChatGPT, weil da geht der Lerneffekt verloren. Aber jetzt natürlich die große Frage, beim Schreiben an sich kann es sehr spannend sein. Geschichte Oberstufe nehme ich mal als Beispiel. Ich lasse einen Text schreiben, momentan, ganz bewusst ist das so, und lasse sie dann diese Texte überarbeiten, nämlich hinsichtlich Genauigkeit, inhaltlicher Tiefe, sprachlicher, also der Duktus, um damit mal klarzumachen, was geht eigentlich schon, also Lernen über KI. Und aber auch zu schauen, naja, wie kann ich jetzt die KI wieder so als Partner nutzen, auch beim Schreiben. Das mache ich relativ selten, weil angesichts recht knapper Zeit oft auch die vollständige Eigenleistung einfach notwendig ist, um von Grund auf ein Komplex, ein Thema zu durchdenken und zu verschriftlichen. Was ich aber inzwischen immer mache, ist genau das, was eigentlich gerade noch Folie war, nämlich die Nutzung von Fiete zum Beispiel, als Unterstützung beim Schreiben. Ich finde das ideal, dass man Kriterien festlegen kann, also in welche Richtung sollte das gehen und dann geschrieben wird und man permanent die Möglichkeit hat, als Schülerin oder Schüler Rückmeldungen zu bekommen zu dem, was man geschrieben hat. Das berührt jetzt ja wieder viele Themen, Bildungsgerechtigkeit etc., Elternhaus, wer hilft eigentlich bei diesen geschriebenen Texten, die uns da morgens vorgetragen werden. Und da ist es für mich ganz selbstverständlich, dass KI in dem Sinne genutzt wird, nämlich für Feedback. Das ist für mich, gehört das so dazu im Grundkurs, im Leistungskurs, gerade Oberstufe, dass die Schülerinnen und Schüler auch sagen, wir wollen das gerne nutzen. Da finde ich sehr, sehr hilfreich. Eine andere spannende Frage, die neulich bei einer Fortbildung aufgemacht wurde, da sagte ein Kollege, jetzt haben Sie so viele Dinge gezeigt, Lernunterstützung, Tutor, Mentor etc. Lernt man dann eigentlich noch was, wenn man
alles entlastet bekommt, gar nicht mehr vor der Herausforderung steht, vor dem sprichwörtlichen Berg, den man erklimmen muss, etwas zu verstehen. Das ist natürlich eine Frage, die sollten wir als Kollegien und Fachgruppen in den Blick nehmen und sagen, und das ist eine sehr interessante Folie von Joscha Falk, ne, wann wollen wir mit KI lernen, wann über KI, aber wann auch ohne KI, um eben echtes Lernen im Sinne eigener Verknüpfung zu ermöglichen. Aber zum Schreiben immer und permanent, und ich würde es am liebsten jeden Tag benutzen. Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, Hauke. Ich glaube, du hast ganz viele Themen hier schon in den Saal gebracht, das hat man ja auch gemerkt, die wir in den Workshops noch vertiefen, die in der Kaffeepause weiter verfolgt werden können. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Ja, danke. So. Danke schön. Ja, es geht direkt weiter. Also Kaffeepause dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt hatten wir eine Keynote so richtig aus der Praxis, das hat man ja richtig gemerkt, für die Praxis. Und wir wechseln jetzt ein bisschen die Ebene und beleuchten den Einsatz von KI-Tools in der Schule aus der bildungspolitischen Perspektive mit jemandem, der diesen Prozess steuern darf, steuern muss. Ich freue mich sehr, dass Hamburgs Schulsenatorin bei uns ist. Herzlich willkommen, Xenia Bekeres. Kommen Sie zu mir auf die Bühne. Ja, Sie dürfen sich eins aussuchen, die funktionieren beide. Nehme ich blau. Dann nehmen Sie blau. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja wirklich ganz frisch im Amt. Ich glaube, so nach 4 Wochen und ein bisschen darf man das sagen. Das dürfen Sie sagen, 4 Wochen und... Nee, am Donnerstag sind es dann 5 Wochen, aber ich bin wirklich noch ganz frisch dabei und auch dieses Thema war jetzt heute in Vorbereitung auf Ihre Veranstaltung für mich nochmal ein neues, in das ich mich jetzt auch eingearbeitet habe. Aber ich glaube, das ist ein toller Einstieg, hier so mittendrin zu sein, gleich in der Praxis. Ich glaube, ich habe auch gerade was verpasst, als ich so die letzten... Folien gerne. Oh, ausgezeichnet. Genau, also toll, dass Sie sich die Zeit nehmen und es wäre natürlich jetzt verlockend, gerade Sie zu allem Möglichen zu befragen, aber wir haben ja nicht nur Hamburger Lehrkräfte hier und wir haben ja ein ganz konkretes Thema, deshalb springe ich jetzt mitten rein. Im Januar ist was ziemlich Ungewöhnliches passiert. Die ständige wissenschaftliche Kommission, sowas gibt es, die Kultusministerkonferenz berät, hat eine Empfehlung abgegeben. Das Ungewöhnliche daran ist, dass sie das ungefragt getan hat. Sonst werden diese Gutachten erbeten und hat empfohlen, KI-Tools wie ChatGPT möglichst schnell in Schule zu bringen. Mhm. Und meine Frage jetzt an Sie, wie stehen Sie zu dieser Einschätzung? Teilen Sie die? Wie stehen Sie zum Einsatz von KI-Tools in Schule? Wo sind die Chancen, wo aber ja auch die Grenzen? Das klang ja auch gerade schon an. Und vielleicht sogar die Risiken. Ich bin seit knapp 5 Wochen jetzt Schulsenatorin, aber ich war ja auch 10 Jahre lang Lehrkraft. Und als jetzt die KI zunehmend auch Einzug in die Schule gehalten hat, konnte auch ich mich davor ja nicht verschließen, wobei ich Ihnen ehrlich sagen muss, ich war da nie so affin. Also alles, was das Thema angeht, war ich nicht immer die allererste, die sich an die einzelnen Themen herangewagt hat. Aber wir haben ja doch relativ schnell gemerkt, dass das etwas ist, was Einzug in Schule hält. Und das kann man, und ich glaube, das soll man auch gar nicht aufhalten, sondern wir müssen ja schauen, dass wir Schülerinnen und Schüler in der Schule fit machen, mit der KI umzugehen, also sie auf der einen Seite nutzen zu können, aber ehrlicherweise auch Dinge, die durch KI entstehen, auch bewerten und auch beurteilen zu können. Also gerade wenn wir uns die Bildgeneration angucken, da finde ich es ganz wichtig, Blicke darauf zu werfen und ehrlicherweise auch Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden zu können. Also da die Schülerinnen und Schüler auch fit zu machen. Und das bedeutet ja aber auch immer, dass wir als Lehrkräfte, ich sage wir als Lehrkräfte, weil ich fühle mich dem immer noch sehr nahe und möchte, dass mir auch lange erhalten bleiben. Das wird tatsächlich diejenigen dafür auch sehr sensibilisieren. So. Und gleichzeitig soll und kann das Lehrkräfte aber auch sehr entlasten. Also ich kenne ja auch die Vorbereitungen für Klassen, die sehr unterschiedlich, sehr heterogen sind und da Arbeitsmaterialien zu erstellen,
die auf die Individualität in der Klasse eingehen können, finde ich, da gibt es schon große Chancen und auch die Möglichkeit, Lehrkräfte zu entlasten. Dafür muss man dann aber auch fit sein darin. Und da möchte ich, dass wir als Schulbehörde tatsächlich auch schnell in Fortbildung, sie sind nicht nur Hamburger Lehrkräfte hier, aber zumindest denjenigen möchte ich es sagen, dass wir da tatsächlich auch schnell dann die Fortbildung anbieten, darin dann auch fit zu werden. Also wir sollen uns davor nicht verschließen, es ist wichtig, es kann uns auch entlasten und auch die Schülerinnen und Schüler werden uns einfach auch im Alltag damit im positiven Sinne auch konfrontieren. Ja, also das war auch toll, Hauke Pöhlert hat auch Stimmen oder eine authentische Stimme eines Schülers mitgebracht, der auch ganz klar plädiert hat für KI in der Schule. Auf das Thema Fortbildung komme ich gleich nochmal zurück. Sie haben es selber gesagt, Sie kennen den Job aus eigener Erfahrung. Sie waren 10 Jahre, haben Sie gesagt, an der Berufsschule unterwegs. Das ist Ihnen also extrem vertraut, noch sehr identifiziert. Die Frage ist ja, wie verändert der Einsatz von KI eigentlich die Rolle auch einer Lehrkraft? Also was ist das für ein Beruf? Wenn Sie jetzt hier die Kolleginnen und Kollegen im Saal sehen und da sind auch noch welche im Livestream dabei, was sagen Sie denen denn? Also müsst ihr eure Rolle, euren Beruf neu definieren, neu denken? Ich möchte ein bisschen daran ansetzen, was ich schon sagte. Ich glaube, dass uns KI ein bisschen Zeit verschaffen kann. Also mir war immer besonders wichtig und ich hatte auch immer sehr, sehr viel Freude darin, Schülerinnen und Schüler darin zu begleiten. Ich hatte jetzt diejenigen, die so zwischen 16 und 18 waren, und das ist schon so das Erwachsenwerden. Und da viel Zeit für die Beziehungsarbeit zu haben und vielleicht eine kleine Unterstützung darin, mein Arbeitsmaterial zu optimieren, was ich mitgebracht habe, oder beziehungsweise das dann tatsächlich auch zu diversifizieren und zu individualisieren. Da erhoffe ich mir, oder das war tatsächlich auch so der erste Schritt, als ich gesagt habe, so, oh, naja, ich war auch in einer Fortbildung zu KI. Das kann vielleicht etwas sein, was mich dann auch tatsächlich darin unterstützt, das, was mir so wichtig war als Lehrkraft, diese Beziehungsarbeit, also die Zeit dann für diejenigen Schülerinnen und Schüler zu haben, nochmal über die Schulter zu gucken und mit ihnen gemeinsam auch an Dingen zu arbeiten, dass mir dafür dann ein bisschen mehr Zeit bleibt, weil die hat mir manchmal, da muss ich, blicke ich jetzt ja auch ein bisschen zurück auf die Zeit, die hat mir manchmal ein bisschen gefehlt, und je größer die Klassen waren, desto mehr hätte ich mir gewünscht, dass ich durch Arbeitsmaterial für einzelne Schülerinnen und Schüler darauf noch besser eingehen kann, also auf die individuellen Bedarfe und gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit hätte. Also deshalb, ich weiß nicht, ob es die Rolle ändert. Ich glaube, dass sich da ein bisschen im Zeitgefüge was ändern kann. Das hat ja auch mit Haltung zu tun. Also auch weiterhin präsentiere ich ja meine Arbeitsmaterialien und so weiter, in denen auch viel steckt, was möchte ich rüberbringen und so weiter. Das wird ja auch die KI hoffentlich nicht verändern. Also ich höre so raus, ein Stück weit vielleicht eine andere Gewichtung. Ne? Genau. Also mit der Hoffnung auf Entlastung oder Unterstützung, sagen wir mal, wieder stärker die Beziehungsebene in den Blick nehmen zu können. Genau. Jetzt haben Sie gesagt, hab ich hoffentlich mehr Zeit. Die Erfahrung zeigt ja immer, am Anfang muss man relativ viel Zeit investieren. Also das ist ja immer genau der Schritt, wo es eigentlich erstmal das Mehr ist für alle. Ne? Das ist ja nicht nur in Schule so, das kann ich auch für unsere Stiftungsarbeit sagen. Man muss sich ja erstmal damit beschäftigen, man muss die Tools ausprobieren. Sie haben es schon angedeutet, also es braucht ja Unterstützungsmaßnahmen, weil nicht alle sind so neugierig und aufgeschlossen und wollen von selber lernen. Also wie ist geplant, zumindest jetzt können Sie ja nur an der Stelle nur für Hamburg sprechen, die Lehrkräfte mitzunehmen. Was können Sie ihnen anbieten an Unterstützung wiederum und Fortbildung, haben Sie schon angesprochen. Also ich hoffe, dass viele auch immer Multiplikatorinnen sind. Also Sie, die jetzt hier auch in der KI Summit. Ist das ja, so? Wir nennen es ganz hochtrabend KI Summit tatsächlich. Ja. Dass man dann tatsächlich auch weitergibt, was kann es mir auch bringen? Weil ich glaube, im ersten Moment müssen einige auch ermuntert werden, sich damit auch zu beschäftigen. Und deshalb
ist das oder war mir das tatsächlich auch immer wichtig, wenn ich was Gutes, Neues mir erschließen konnte, das an meine KollegInnen dann auch weiterzugeben. Ich musste mir, muss ich Ihnen gestehen, einen kleinen Spickzettel mitbringen, was wir in Hamburg dazu schon machen. Nach 5 Wochen durchdringe ich noch nicht jede Fortbildungsmaßnahme und so weiter, die wir haben. Deshalb liegt hier einmal ein kleiner Spickzettel, auf den ich einmal gucken muss. Wir haben uns in Hamburg tatsächlich relativ schnell auf den Weg gemacht, dass am Landesinstitut für Lehrerbildung dort auch eine Kompetenzstelle eingerichtet wird, die diese Fortbildung anbietet. Eine der Fortbildungen habe ich selber besucht, also das ist schon ein bisschen her. Mein Mann hatte ein bisschen geschwärmt von ChatGPT und meinte, wofür er das schon alles nutzt. Und dann dachte ich mir, setz du dich da auch mal rein. Und ja, das war im ersten Moment etwas, wo ich dachte, da musst du dich noch reinfuchsen, gerade wenn man nicht ganz so affin ist darin. Aber andererseits, das kann auch schon richtig viel. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch länger an der Schule geblieben wäre, hätte sogar ich mir das zugetraut, relativ schnell da reinzufinden. Aber die Fortbildung war auch kurz und kompakt und schnell mit Praxisbeispielen auch versehen, auch dass wir daran selber arbeiten konnten. Wir arbeiten hier in Hamburg schon lange mit dem Artificial Intelligence Center Hamburg zusammen, dem ARIC. Das haben vielleicht die einen oder anderen auch schon gehört. Ja, dass man da den Lehrkräften in unterschiedlichen Formaten dann auch den Zugang ermöglicht. Und im Mai 2023, das ist ja schon ein bisschen her und umgekehrt, war das relativ am Anfang, als ChatGPT dort Einzug auch gerade in Schule gehalten hat, dass man da halt gleich einen Workshop angeboten hat, und das soll tatsächlich auch noch weitergeführt werden. Mir wurde das ARIC beschrieben. Ich habe auch schon einige nickende Köpfe gesehen als tatsächlich eines derjenigen Center, und ich sehe Herrn Traupe auch, der auch sagt, mit denen können wir hier richtig gut zusammen was auf die Beine stellen. Und auch mit denen und Schulen und Lehrkräften zusammen, dass man Synergien schafft und diejenigen, die sich für das Thema interessieren, hier dann auch zusammenholt. Und genauso soll auch auf dem KI, also im Infoportal der BSB, wollen wir regelhaft darüber informieren, also dass sie unterschiedliche Punkte dann haben. Einmal, wenn man sich selber fortbilden will, mit dem ARIC zusammen, aber auch tatsächlich ganz klassisch, ich sag mal so klassisch, also für mich war das immer, wenn ich eine Fortbildung besucht habe, habe ich beim LI geguckt und dementsprechend auch dort viele Fortbildungen dann zum Thema ChatGPT und weiterer künstlicher Intelligenz. Ja. Jetzt, ich gucke auch immer so ein bisschen auf die Zeit, weil Sie ja wahrscheinlich auch Anschlusstermine haben. Noch eine letzte Frage, weil das vorhin auch Thema war. Jetzt haben Sie wahrscheinlich noch nicht wirklich Gelegenheit gehabt, sich groß mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Konferenz auszutauschen. Aber ein großes Thema sind ja auch die Zugänge. Also das Thema Plattform, mit welchen Geräten arbeitet man einfach? Gibt es da schon Überlegungen, wie man das auch leichter machen kann mit DSGVO-konformen Zugängen? Das ist ja ein Riesenthema, gerade eben, wenn man mit Schülerinnen und Schülern, die ja minderjährig sind, zusammenarbeitet. Das ist Thema auf der Länderebene. Ich hatte tatsächlich erst eine kurze Kultusministerkonferenz mit dem schönen Thema Startchancen. Das ist hier bei Ihnen nicht, Thema, aber die nächste steht an. Also da ist das Thema Digitalisierung auch tatsächlich ganz oben auf der Agenda und fast mit als einziges Thema. Und es kann bei diesem großen Thema künstliche Intelligenz auch nur darum gehen, dass man das tatsächlich zusammengestaltet und dass man gemeinsam nach guten Lösungen schaut, und dementsprechend ist das Thema auf der nächsten Kultusministerkonferenz, und wir müssen da auch gemeinsam im Austausch bleiben, dass wir da gute Lösungen hinbekommen. Mhm. Ja, ich glaube, da haben Sie sozusagen alle hier im Raum auf Ihrer Seite. Also diesen Wunsch geben wir, glaube ich, gerne mit, dass da auch auf der Ebene die entsprechenden Zugänge geschaffen werden, damit alle anderen an Schule sich dann stärker auf die pädagogische Arbeit konzentrieren können. Das ist ja ganz wichtig, da sozusagen die Arbeitsteilung gut hinzubekommen. Aber genau, also diese Sorge
nehme ich jetzt noch mal mit, also dass Sie jetzt tatsächlich sagen, nur, dass das tatsächlich an allen Stellen auch konform gehandhabt wird. Ich kann mir ehrlicherweise nichts anderes vorstellen, dass wir nur in die Richtung arbeiten, aber das ist natürlich wichtig, damit man da auch auf der sicheren Seite ist. Das nehme ich auf jeden Fall noch mal mit. Ich möchte einmal auch sagen, Sie hatten ja eben schon gesagt, ich schneie von, bin in den Termin hineingekommen und muss tatsächlich auch gleich wieder weitergehen. Ich wollte aber tatsächlich auch damit einmal hier nicht nur Gesicht zu zeigen, sondern auch einige Punkte zu nennen, aber auch hervorheben, dass uns als Schulbehörde das wichtig ist. Also, dass wir es natürlich einmal toll finden, dass hier so viele Menschen zusammensitzen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch viele, viele nicht nur Ideen sammeln, sondern sich an der Stelle auch fortbilden. Aber dass wir das tatsächlich auch im Blick haben, auch wenn es nur mit einem kurzen und einem Kurzinterview ist. Aber Sie haben ja schon gesagt, die Charts werden ins Netz gestellt und selbstverständlich dann auch noch angeschaut. Und mir war es einfach wichtig, Ihnen hier heute mitzugeben, dass uns als Behörde das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Das freut mich sehr, sage ich jetzt mal stellvertretend. Wir wissen das auch sehr zu schätzen, dass Sie den Termin übernommen haben, muss man ja an der Stelle sagen. Also Ihr Kalender ist ja jetzt wahrscheinlich plötzlich explodiert. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich bin mir auch sicher, dass wir an anderer Stelle diese Diskussion fortsetzen werden. Und ja, freue mich drauf. Auf jeden Fall. Und viel Freude noch bei dem vielfältigen Programm, das ich mir angeschaut habe. Das sieht richtig gut aus. Und ich glaube, da gibt man mit ordentlich frischem Wind auch in die Arbeit, die ja vor allen dann auch liegt. Vielen Dank, dass ich hier vorbeikommen durfte. Ja, danke, Frau Wegeris. Ihr Applaus. Ich bleibe noch einen Moment auf der Bühne.